Moin, liebe Leute, lange nicht gesehen. Heute ist der 4. und ich habe tatsächlich schon echt lange nicht mehr aufgenommen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es haben sich aber auch so ein paar Dinge einfach überschlagen. Ich kann euch das alles gar nicht erzählen. Kein Stein ist mehr auf dem anderen, aber im positiven Sinne. Und jetzt bin ich gerade so außer Atem, weil ich mir heute den Sport geklemmt habe. Jetzt werdet ihr fragen, warum ist er dann so außer Atem? Ist er eine Treppe hochgestiegen? Nein, ich habe jetzt tatsächlich gerade ein wenig Sperrmüll gemacht. Ja. Knappe 5 Stunden allen möglichen Scheiß alleine an die Straße gestellt. Und da habe ich mir gedacht, das Radeln kannst du dir heute mal sparen. So, jetzt eben kurz nochmal wiegen und dann könnt ihr mich auf den Sack lecken. Hm. Na, vielleicht ein bisschen kurz für einen Wochenzusammenschnitt, oder? Ey, so ist gut! Voll der Profi! Ja, Himmel, wie die Zeit vergeht. Unglaublich. Ach, guck einer an, ich passe sogar schon wieder in meine Laufhose rein. Da müsste ich ja eigentlich jetzt auch laufen gehen. Erstmal was essen. Erstmal lecker Salätchen, ne? Hier, sowas Feines. So ein bisschen Gurkensalat. Oh, ach ja, richtig. Da ist ja immer noch die leckere Pizza. Oh, die sieht sogar noch ganz gut aus. Die stand auch so nah an der Kühlschrankrückwand, dass sie irgendwie gefroren ist, wie man hier sieht. Cool. Ja, man weiß nicht, wozu man es noch gebrauchen kann. Ey, so. Und hiernach gehe ich laufen. Ja, wie ihr seht, auf dem Sportplatz ist wunderschönes Wetter. Jetzt bin ich ja die ganze Zeit immer drin geradelt und habe da langsam keinen Bock mehr zu. Ich habe mir also gedacht, man könnte ja mal wieder laufen gehen. Allerdings gibt es doch bestimmt auch noch Sachen, die mehr Spaß machen als laufen, oder? Ja. Alles andere. Aber soll ich euch mal was sagen? Genau deswegen. Jetzt erst recht. Kann ja nicht alles Spaß machen hier, ne? Denn mal los. Ich gebe euch 3 und ihr feuert mich an. POV, Baby. Und jetzt wieder den Turbo rein. Ganz schön anstrengend. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich sagen, 3 Runden, meine Güte, das ist doch nix. Das stimmt. Und in ungefähr 3 Wochen ist das auch nix. Aber es ist jetzt das erste Mal seit langem, dass ich wieder gelaufen bin und dass ich mich das überhaupt aber durchdringen können, ist schon mal nicht schlecht, Herr Specht. So, ich laufe jetzt noch ein bisschen aus, also im übertragenen und wortwörtlichen Sinne. Und dann sehen wir uns wieder oben. Oh yeah. Ja, während ich hier noch mein Salat futter, muss ich mal eben was sagen. Und zwar, mit vollem Mund isst man nicht. Aber welche Benimmregel ist im Internet nicht gebrochen worden bisher? Also, scheiß drauf. Ja, während meine Waschmaschine da hinten noch ein bisschen rumrubbelt, voll true und so, könnte ich euch noch mal eben kurz was sagen zu meinem Gewicht. Und zwar, ihr könnt mich noch mal wiegen gehen, aber ich bin immer noch bei 93. Trotz, aber... Das ist nun mal manchmal so. Durch den ganzen Sport baut man auch Muskelmasse auf und die ist nun mal schwerer als Fett. Und deswegen hat man manchmal so Plateauphasen. Davon sollte man sich nicht ermutigen lassen. Entmutigen meine ich natürlich. Und einfach trotzdem weitermachen. Weil irgendwann, bing, fällt das Gewicht so runter. Ich hatte natürlich vor, dieses Format ein wenig regelmäßiger hochzustellen. Aber ja, wie gesagt, ne, so Dinge und so. Also falls alles gut läuft, das kann ich verraten, steht vielleicht ein Umzug an. Und mit diesem Umzug, wenn alles gut läuft, kochen wir bei Tom Kocht demnächst ein wenig edler. Ich freue mich schon drauf. Bis nächste Woche und noch ein paar schöne Impressionen hier. Und so wird es Abend in Waltonville. Jalapenos, ganz gut verkackt.